Und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein etwas anderes Video. Es ist ein Unboxing-Video, keine Angst. Aber ja, man könnte sagen, es handelt sich um den Ursprung von Diamond Painting. Vielleicht wissen jetzt schon die ein oder anderen von euch schon, worum es genau geht. Ich habe eine kleine Kooperationsanfrage bekommen, und zwar von ACL. Ja, ich gucke gerade, dass ich es richtig ausspreche. Art Great Love. Und ja, ich zeige es euch, ich bin schon mega gespannt. Wie gesagt, es ist so dieser, eigentlich so dieses Ursprung von Diamond Painting. Früher gab es ja Diamond Painting noch nicht, dafür gab es ja was anderes. Was es genau ist, werde ich euch ja zeigen. Ich bin, wie gesagt, mega gespannt, weil die Ausführungen, die ich jetzt bekommen habe, habe ich damals nicht bekommen, die gab es damals auch nicht. Ich weiß, ich bin schon wieder so um den heißen Brei rumreden, und deswegen schwenke ich euch jetzt um und ich zeige euch jetzt im Detail und sage euch im Detail, worum es genau geht. Ich habe auch noch einen kleinen Rabattcode für euch, den werde ich euch am Ende des Videos erwähnen und ebenfalls unten in die Videobeschreibung eintragen. Und den Artikel, ja, ich rede immer noch um den heißen Preis, werde ich euch unten auch verlinken, wie als auch den Shop. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und wie gesagt, ihr werdet jetzt ein bisschen umgestellt. So, ich habe euch eben umgestellt. Ich hoffe, die Beleuchtung passt halbwegs. Ich bin ja irgendwie nicht wirklich immer zufrieden damit. Wobei, wenn ich das Video schneide, dann fällt mir auf, dass es doch einigermaßen geht. Aber immer, wenn ich aufnehme, denke ich so, hoffentlich ist es nicht zu dunkel. Und ja, das ist das gute Stück, das ich jetzt mit euch zusammen aufmachen werde. Wie gesagt, das ist von ACL Art Great Love. Und wir machen es jetzt mal zusammen auf. Ich muss jetzt mal gucken, doch, ich mache es von der Seite auf, also hier ist nur verstärkt worden, ob ich das vielleicht auch ohne Cuttermesser aufbekomme. Weil meistens sind diese Verpackungstüten doch sehr gut zugeklebt. Die haben ja auch eine längere Strecke vor sich oder hinter sich dann. Ach doch, das geht. Ich habe mir nämlich vorsichtshalber schon ein Cuttermesser bereitgelegt, aber ich brauche es gar nicht. So, und dann holen wir das Ganze jetzt mal raus. Ich denke mal, beim Auspacken werden schon einige von euch wissen, worum es geht. Hier ist einmal das eine. Ja, ich rusche immer wieder. Sorry. Moment. 1, 2, 3. Wow. Nicht alles wegfallen, das wäre schön. So, die Tüte ist leer. Ich packe die mal eben zur Seite. Die Tüte, die brauche ich nämlich nicht mehr. So, das. Das. Ach so, hier ist das kleine Vorschaubild, was ich euch gleich zeigen werde. So, genau. Ich denke mal, die meisten von euch werden es jetzt spätestens erkannt haben, worum es sich dabei handelt. Und es handelt sich dabei um Mal nach Zahlen. Warum ich das gesagt habe, dass ich es in dieser Form noch nicht hatte. Ich denke mal, viele von euch haben als Kinder auch schon Mal nach Zahlen gemacht. Und das war meistens auf so einem, ja, Pappbild. Das normale Mal nach Zahlen. Ich weiß nicht, ob es heutzutage immer noch so ist. Ich glaube, für Kinder ja. Die sind meistens so in Pappe, wo dann so ein Plastikrahmen drumherum kommt. So kannte ich es oder kenne ich es auch. Ich habe es früher total gerne gemacht, weil, wie gesagt, früher gab es noch kein Diamond Painting. Hätte ich Diamond Painting nicht entdeckt, würde ich wahrscheinlich immer noch Mal nach Zahlen machen. Es gibt auch viele Motive halt für Erwachsene. Viele sagen oder denken bei Malen nach Zahlen, ja, das ist Kinderkram. Nee, nee, nee. Nicht zwangsläufig. Natürlich gibt es Malen nach Zahlen für Kinder. Das sind immer so ganz einfach gehaltene Motive. Aber es gibt auch Malen nach Zahlen für Erwachsene. Und um dieses handelt es sich hier zum Beispiel. Und die meisten Bilder bei ACL sind für Erwachsene. Es gibt auch welche für Kinder. Aber wie gesagt, es gibt auch sehr, sehr viele, eine ganz große Auswahl. Also mir ist die Auswahl überhaupt nicht leicht gefallen. Ich durfte mir ein Bild aussuchen von richtig schönen Mal nach Zahlen Motiven. Da ist für jeden Geschmack was dabei. Also egal, was ihr sucht. Es gibt ja Charakteren, es gibt Tiere, es gibt also wirklich, wie gesagt, auch so wie bei Diamond Painting habt ihr eine riesengroße Palette. Ihr könnt sehr, sehr gerne mal vorbeischauen. Das lohnt sich auf jeden Fall, wenn jemand lieber Mal nach Zahlen als Diamond Painting macht. Und ich werde jetzt mit euch mal detaillierter auf das eingehen, was heute bei mir ankam. Ich denke mal, wir fangen erstmal mit dem Zubehör an. Und zwar habt ihr bei jedem Set
Ganz klar, Farben, ganz wichtig. Es handelt sich hierbei um Acrylfarben, die halt so einen Ölfarbeneffekt haben. Also so ein Ölfarbeneffekt heißt einfach, wenn ihr damit malt, habt ihr unebene Oberfläche. Also ihr habt keine glatte, gemalte Oberfläche, sondern ein bisschen uneben. Das soll aber so sein, damit man so ein bisschen Ölbildcharaktere bekommt. Das sind meine Farben. Die sind alle so ein bisschen, ja, ein bisschen dunkler gehalten. Also ihr habt keine Pastellfarben, sondern eher, ich zeige euch das mal so, ne, so grün, blauhaltig mit weiß. So sehen die Farben aus. Das hat einen gewissen Grund, weil das Motiv, was ich ausgesucht habe, ist halt in diesen Farben. Und ich bin schon mega gespannt, wie das dann aussieht, wenn es fertig ist. Und zwar zeige ich euch das gleich. Ich weiß, draußen mault gerade der Kater. Ich muss den mal ganz kurz reinlassen, weil sonst macht er draußen nämlich gleich nur Stunk. Nicht wundern, der Tisch wackelt jetzt ein bisschen. Weil ich kenne ihn nämlich und dann macht er nur Blödsinn. Ich bin gleich wieder da. Falscher Alarm. Das war nicht der Kater, das war unsere kleine Omi, die Lilly. Ich habe erst gedacht, das ist ja unser Kater. Der mault nämlich auch immer so aufdringlich, sage ich jetzt mal. Nee, es war unsere kleine Maus, die Lilly. Allerdings ist sie schon richtig alt, deswegen Oma. Und die hat hier gerade Rabatz gemacht. Ich bin ja froh, dass der Nachbarshund jetzt wenigstens ein bisschen ruhig ist. Der hat hier nämlich auch gebellt, aber das ist hier halt typisch auf dem Land. Ne? Man hat hier immer eine Geräuschekulisse, ob man möchte oder nicht. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Wie gesagt, das hier sind die Farben. Die sind in praktischen kleinen Töpfchen. Ja, und ich ruschel wieder. Tut mir leid. Die sind jeweils in solchen, ja, Anreihungen, kann man sagen, aneinander. Hier habe ich dann die Zahlen drauf für die jeweiligen Flächen. Ja, und wie gesagt, sie sind etwas blau, halte ich die Farben. Hier ist ein Gold. So sieht das Ganze aus. Und hier sind die hier noch. Das sind auf jeden Fall die Farben. Ich packe das mal gleich ein, sonst mache ich nur leer. Dazu habt ihr dann auch drei Pinsel und das ist richtig praktisch, weil man hat ja bei Malen nach Zahlen ganz kleine Flächen, mittelgroße Flächen und große Flächen und ihr habt jetzt bei dem Set wirklich diese passenden Pinsel schon dabei. Einmal für größere Flächen, einen breiten Pinsel, einen mittleren Pinsel für mittelgroße Flächen und für die ganz kleinen filigranen Flächen habt ihr einen ganz kleinen und die Lilly macht schon wieder Rabatz. Außerdem mit dabei, es ist jetzt kein Rahmen dabei. Also ihr kriegt diesen Rahmen los. Es gibt aber Steckrahmen auch im Sortiment bei ACL. Da könnt ihr gerne vorbeigucken. In verschiedenen Größen, also passend zu euren Bildern, ist definitiv auch ein Spannrahmen dabei. Sind hier schon zwei Aufhänger dran, um das Bild dann halt nachher für die Wand an die Befestigung fertig zu machen. So sieht das ganze Set aus. Ich lege es mal hier hin. So, und jetzt kommen wir mal zu einem Bild. Ich zeige euch das Vorschaubild mal. Mir hat es richtig gut gefallen, weil es halt, ja, es ist einfach mal was anderes von der Art her. Ich zeige es euch mal. So sieht das nachher aus. Es ist ein Einhorn. Und es ist, ach, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Das hat so einen gewissen Stil. Ich habe da auch schon Katzenbilder mal von gesehen. Mir gefällt dieser Stil eigentlich. Ne, man sieht hier so ein bisschen die Umrahmung mit Gold, das ist alles so ein bisschen, ja, verwuschelt. Aber mir gefällt das richtig gut. Ich bin schon gespannt, wie das Ergebnis aussehen wird. Also es ist kein typisches Malen nach Zahlenbild. Früher hatte man ja so Landschaften, ja, auch Pferdebilder und sowas, aber halt so ein bisschen facettenloser. Oder wie soll ich das sagen? Also man hat zwar Flächen gehabt, man hat auch so ein bisschen Effekt gehabt, aber halt so ein bisschen einfach gehalten. Und das hier ist doch schon ein bisschen aufwendiger, wie man sieht. Und umso mehr bin ich gespannt, wie sich das entwickelt, weil, wie gesagt, ich habe nur die ganz einfachen Malen nach Zahlen früher gehabt. Ne? Also, ja, die typischen, die man als Kind macht, dann halt auch welche, die man für Teenager macht und auch teilweise für Erwachsene, aber die waren sehr, sehr einfach gehalten. Und umso gespannter bin ich natürlich, wie sich das Bild entwickeln wird. Und wir rollen das jetzt mal zusammen aus. Ich pack mal die Farben ein bisschen weiter nach oben hin. Und jetzt gucken wir uns die Leinwand an, weil dieses Bild ist, wie gesagt, auf einer Leinwand. Nicht so wie sonst üblich auf einer Papierwand. Ich muss mal gucken, habe ich es jetzt richtig rum oder muss ich es drehen? Ich glaube, das muss ich einmal umdrehen, genau. So. Ich hoffe, es passt hier.
Ansonsten muss ich gleich mal ein bisschen, das ist sehr, sehr groß. Das Praktische ist, es ist aufgewickelt auf so einer Styroporrolle. Es rollt sich natürlich jetzt wieder auf. Ich muss das mal eben ein bisschen mit Gewichten irgendwie auslegen, damit das nicht immer gleich wieder hochrollt. Ich nehme einfach mal die Farben gleich und lege die mir hier erstmal einmal hin. Zack, einmal. Und hier unten das gleiche Spiel. Zweimal. So, ihr erkennt schon ein bisschen schemenhaft, was es darstellt. Ja, hier ist das Einhorn mit dem Horn. Hier ist so der Wald. Die Flächen sind richtig gut zu erkennen. Also die ganze Aufmachung ist super von der Aufteilung her. Man kann alles sehr, sehr gut erkennen. Auch die kleinen Zahlen kann man richtig super erkennen. Ich nehme euch gleich mal auch an die Hand und zeige euch das von nahem. Also ihr habt hier keine Probleme, auf irgendeine Art und Weise die Zahlen zu erkennen. Selbst in den ganz kleinen Bereichen kann man die Zahlen sehr, sehr gut erkennen. Und ich bin nicht mehr die Jüngste. Und trotzdem kann ich die Zahlen wirklich gut erkennen, um welche sich das handelt. Ich weiß nicht, was Lili da draußen zu singen hat. Ich möchte sie jetzt eigentlich auch ungern hier reinholen, weil die dann nämlich nur Blödsinn im Kopf hat, schätze ich mal. Ich schätze mal eher, dass sie Hunger hat und deswegen so ein bisschen meckert. So, einmal das. Dann ist hier noch ein Zettel dabei. Okay, das ist die Anleitung. Englisch ist nicht allzu gut, deswegen werde ich das jetzt hier auch nicht groß vorlesen. Sonst kriegt ihr nachher noch eine Krise. Das will ich euch nicht antun. Okay, da steht erst die Nummern malen, die weiß sind. Okay. Ich lese mir das gerade durch, weil wie gesagt, mein Englisch ist jetzt nicht so super, ich werde mir das nachher auch nochmal in Ruhe durchlesen. Es dürfte allerdings nicht anders sein wie das normalen Malen nach Zahlen. Auf jeden Fall, das ist das, der Zettel mit der Anleitung. So, und ich nehme euch jetzt mal ein bisschen an die Hand und zeige euch das Ganze detaillierter. Wie gesagt, selbst die ganz kleinen Fächer kann man eigentlich die Zahlen, soweit ich das erkennen kann, super lesen. Also man weiß, welche Farbe da reinkommt. Das sieht gut aus. Bin schon gespannt. Ich nehme euch mal an die Hand. So, ich habe euch jetzt mal an die Hand genommen. So sieht das Ganze aus. Wie gesagt, man sieht eigentlich auch, ich hoffe, mein Fokus spielt jetzt mit. Wäre schön, wenn er das tun würde. Wenn der Fokus nicht so will, wie ich es will. Oder wie war das nochmal, ne? So, jetzt habe ich den Fokus. Also ihr seht, selbst bei den kleineren Punkten, wie hier zum Beispiel, das ist die 16. Da ist die 5. Also man kann die kleineren Fächer sehr gut erkennen. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dieses hier, da muss ich gucken. Das könnte sein, dass das eine 6 ist. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, weil das ist ja nun wirklich ganz, ganz klein. Hallo Fokus. Nee, ist eine 5. Guck mal. Man muss sich nur zu helfen wissen. Jetzt erkenne ich es, das ist eine 5. Also man erkennt es. Ja, hier seht ihr die ganzen... Mein Fokus ist ja herzallerliebst heute. Fächern und Zahlen. Und man kann sie normalerweise, so wie ich das erkenne, super sehen. Und halt für diese schmaleren Bereiche, wie hier zum Beispiel, ja, dafür hat man den richtig feinen Pinsel, ne? Und das ist auch sehr praktisch. Bei dem anderen, was wir damals hatten, oder was ich damals als Pen hatte, da gab es immer nur einen Pinsel und das war egal, wie breit die Fächer waren. Das war dann immer ein bisschen gemein. Musste man sich dann irgendwie zu helfen wissen, dass man diese Fächer halbwegs vernünftig ausmalt. Und bei dem Set habt ihr wirklich 3 verschiedene Größen an Pinsel dabei. Einen ganz, ganz feinen, einen mittleren und halt einen breiten für die größeren Flächen, um sie wirklich vernünftig ausmalen zu können. Das sieht richtig gut aus, finde ich.
Bin schon gespannt, wie das Endergebnis aussehen wird. Ich werde es euch auf jeden Fall auch zeigen und es freut mich einfach mal, so ein Bild auszuprobieren. Ich muss ganz ehrlich eingestehen, ich habe eine ganze Weile immer überlegt, weil ich habe früher sehr gerne mal nach Zahlen gemacht. Und ja, auch wir ADHSler haben, wenn wir so eine Leidenschaft haben, können wir uns da wirklich auch massiv drauf konzentrieren. Manchmal zu dolle. Das heißt, wir können uns ganz schlecht wieder loseisen von etwas, was uns fesselt. Ja, und ich war halt eine ganze Weile wirklich am Überlegen, ob ich mir nicht wieder mal nach Zahlen hole. Und dann bin ich dieses letztes Jahr auf Diamond Painting gestoßen. Es ist ja vergleichbar mit Malen nach Zahlen, nur dass dann halt diese Fläche kleiner ist oder die Felder und die ihr da bearbeitet. Aber ansonsten ist das Prinzip eigentlich das gleiche. Ihr malt da mit bunten Steinchen, nicht mit Farben. Und das Bild entwickelt sich halt auch da peu à peu. Je mehr Farben ihr da verarbeitet habt, das gleiche ist ja bei Malen nach Zahlen auch. Da kommt das Gesamtergebnis erst hervor, wenn ihr es halt wirklich fertig gepaintet habt oder halt ja, verschiedene Farben schon benutzt habt. Und ja, wie gesagt, ich habe dann immer geliebäugelt mit, weil es gibt ja auch Malen nach Zahlen für Erwachsene, wie dieses Motiv hier zum Beispiel. Da ist mir dann Diamond Painting nur vorhergekommen, sage ich mal. Umso mehr hat mich die Anfrage gefreut, ob ich nicht gerne mal ein Bild ausprobieren möchte. Mit Malen nach Zahlen, da habe ich sofort natürlich ja gesagt. Ja, weil das so zwei Sachen sind, die ich wirklich sehr, sehr gerne mache. Einmal Diamond Painting und wie gesagt, Malen nach Zahlen, womit ich groß geworden bin. Und deswegen bin ich schon richtig gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Wie gesagt, da bin ich wirklich gespannt. So soll das Endergebnis in etwa aussehen. Es hat was Edles, finde ich. Es ist nicht kitschig, das Motiv, weil es halt diese moderne Kunstart hat. Ne? Ihr seht das. Und dadurch wirkt das ganze Bild ganz anders. Ich bin schon richtig gespannt, wie das im fertigen Zustand aussehen wird. Ich werde mir dann auch so einen Keilrahmen, denke ich mal, auf jeden Fall holen, weil es wäre zu schade, wenn man sich dieses Bild nicht aufhängen würde. Die Leinwand ist übrigens beschichtet. Also es ist nicht nur Stoff, sondern ihr habt hier oben drauf so eine Beschichtung. Das dient dazu, denke ich mal, dass die Farbe halt nicht so durchsickert, weil auch normale Leinwände, bevor sie bemalt werden, werden von den Malern oder den Künstlern gegrundiert, damit die wirkliche Farbe, die dann draufkommt, nicht durchsifft. Hört sich doof an, aber so ist es. Und das gleiche habt ihr halt auch. Hier ist eine Beschichtung drauf, wo diese Abdruck drauf ist. Und das dient einfach wirklich dazu, dass diese Leinwand nachher nicht extrem gesättigt ist von der bunten Farbe, die ihr drauf tragt, was das ganze Bild nachher verschwommen machen könnte, beziehungsweise dass die Farben dann nachher anfangen ineinander zu verlaufen und das verhindert man halt damit. Also wundert euch nicht, wenn ihr so ein Bild bekommt, dass es wirklich, wie gesagt, so eine Art Beschichtung hier oben drauf ist. Es ist eine Art Grundierung, die dient wirklich dazu, dass diese Leinwand nachher nicht die Farbe wie so ein Schwamm aufnimmt und je mehr ihr paintet, umso mehr verwischt sich das Ganze. Dafür ist die da drauf. Wie gesagt, ich freue mich schon. Ich bin schon mega gespannt. Ich muss mich jetzt nur zusammenreißen, dass ich es nicht sofort starte. Ich muss jetzt erstmal das eine fertig kriegen. Und hier möchte ich mir auch wirklich Zeit für lassen und das nicht zwischen Tür und Angel fertig machen. Aber da bin ich auch wieder wirklich gespannt, wie sich das Ganze ja, wirklich entwickelt, weil man hat jetzt hier wirklich nur eine weiße Leinwand, sage ich jetzt mal. Man sieht zwar die Farben in den Dosen, aber das Gesamtbild entwickelt sich bei diesem auch halt, wenn man mehrere Farben verarbeitet hat. Und ich werde euch auf jeden Fall peu à peu mitnehmen und auch das Endergebnis euch zeigen. Ich finde es einfach nur mega. Und es juckt mir eigentlich schon in den Fingern, aber wie gesagt. Gut Ding will Weile haben. Ich werde mir dann erstmal einen Plan zurechtlegen, dass ich das nicht übers Knie zerbreche und jetzt einfach irgendwas mache, sondern ich muss mal ein bisschen Strukturierung reinbringen, dass ich nicht immer mehrere Projekte auf einmal laufen habe. Ist bei ADHS nicht so praktisch. Dann verliert man irgendwann leicht den Überblick. Und wie gesagt, das möchte ich hier in Ruhe fertig machen. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass ich das vielleicht draußen dann mache, wenn die Sonne draußen scheint, im Garten oder so. Ich muss mal schauen. Das finde ich richtig schön. Also da bin ich schon mega gespannt. Ein großes Dankeschön, dass ich diese Möglichkeit habe. Ich freue mich mega, dass ich mal wieder mal nach Zahlen machen darf.
Wie gesagt, schaut mal gerne bei Art Great Love vorbei. Ich habe auch noch einen Rabattcode für euch. Und zwar mit SIT10 bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bestellungen bei Art Great Love. Schaut gerne mal vorbei. Vielleicht ist ja auch ein Motiv für euch dabei. Wie gesagt, es macht auch die Abwechslung, Diamond Painting und Mal nach Zahlen. Warum nicht, ne? Es ist ungefähr das gleiche, halt nur, dass das eine mit Farben gemacht wird und das andere mit bunten Steinchen. Also schließt das andere nicht aus. Und wie gesagt, ich freue mich schon nach langer, 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 langer Zeit mal wieder ein Mal nach Zahlenbild zu haben. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich das wieder so richtig schön aufgewickelt bekomme. Halt, den Zettel packe ich auch mal mit ein. Dass der mir nicht flöten geht. Jetzt muss ich mal gucken. Ich sage ja, die Hersteller, die packen das immer so schön ein und dann komme ich und versuche dann irgendwie das wieder so einzupacken, wie die Hersteller das hatten. Kriege ich irgendwie nicht so wirklich immer hin. Und jetzt muss ich mal gucken, dass ich das halbwegs... Irgendwie mache ich das immer zu locker, ich weiß. Locky flocky. Alles gar nicht so einfach. Nee, aber wie gesagt, da bin ich schon gespannt. Die Farben sind, wie gesagt, Acrylfarben. Die haben aber eine Ölfarbenoptik. Ich hoffe, ich kriege das jetzt ungefähr wieder hin. Wo habe ich das Gummi? Ach, das liegt da. Dass ich das so ein bisschen im Umschlag wieder reinbekomme. So, es läuft. Tack, tack, tack. Ihr habt jetzt gar nichts gesehen. Ich bin ja einer. So. Schwuppdiwupp. Einmal das Gummiband wieder drüber, damit das nicht wieder aufrollt. Okay, das haben wir. Ja, ich habe es natürlich zu locker aufgerollt, so schlau wie ich bin. Also wie gesagt, ne, weil... Tada. So geht's aber auch. Der Umschlag ist ja Gott sei Dank groß genug. Hier sind die Pinsel. Die Farben packe ich auch erstmal hier wieder rein. In dieser Tüte. Es wird jetzt wieder laut. Nicht wundern. Das Gute ist bei den Töpfchen hier mit Mal nach Zahlen, ihr habt richtig schöne große Nummern drauf. Ne, auf den jeweiligen Töpfchen. Und wie gesagt, die sind fortlaufend. Also die sind nicht durcheinander, sondern man hat sie wirklich fortlaufend. 13, 14, 15, 16. Ne, finde ich richtig praktisch. Hier hat man zum Beispiel dann die Farben, die am meisten noch vorhanden sind. Also von der 12 haben wir zum Beispiel 4 Stück. Von der 20 haben wir ein. Jetzt muss ich mal eben gucken. Also die 12 ist die meistgebrauchte Farbe. Ich schätze mal, das wird schwarz sein. Ja, denke ich mal. Ansonsten die anderen, genau. Die 12 ist zweimal da. Ach Quatsch, die 12 ist ja die schwarze. Hallo Wiebke, aufpassen. Ich wollte schon sagen, so spät haben wir es noch nicht. Also irgendwie, nee, auf jeden Fall die 12 haben wir viermal da und die restlichen Farben sind jeweils einmal vorhanden. Aber schwarz ist ja meistens sowieso immer die Farbe, die irgendwie bei allen meinen Bildern oder dunkelblau am meisten vorkommt. Bei dem letzten Diamond Painting Bild, was ich jetzt am Arbeiten bin, ist die Farbe auch dominierend. Fragt mich jetzt nicht, warum. Keine Ahnung, irgendwie mag ich diese Art von Bildern, die so ein bisschen geheimnisvoll, mystisch und, ja, ich will jetzt nicht sagen dunkel sind, aber irgendwie finde ich die schön. Gefällt mir. Wie gesagt, da waren noch andere Motive, die auch richtig schön sind, aber das sprang mich so an, dass ich gesagt habe, das möchte ich als erstes mal ausprobieren. So sieht das aus und ich bin schon mega gespannt. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie das Bild nachher aussieht, beziehungsweise wie es sich entwickelt. Ich hoffe, euch hat das Unboxing-Video gefallen. Dieses Mal nicht Diamond Painting, aber so ein bisschen verwandt mit Diamond Painting. Kann man wirklich so sagen, weil wie gesagt, für mich ist es so dieser Ursprung zu Diamond Painting. Mal nach Zahlen, weil vorher gab es das nicht. Ich weiß gar nicht, wie lange gibt es schon Diamond Painting. Ich habe wirklich keine Ahnung, weil ich bin, wie gesagt, letztes Jahr per Zufall drauf gestoßen, weil ich in einem Geschäft es gesehen habe. Hört sich doof an, aber genau so ist es. Ich wusste es vorher wirklich nicht, dass es das gibt.
Wobei, ich habe es mal gesehen auf Instagram ab und zu als Werbung. Das habe ich gesehen. Aber ich habe es nicht zuordnen können, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich bin ein bisschen begriffsstutzig. Aber irgendwann habe ich es dann realisiert, was es ist. Oh, es ist einfach so. Also ich bin ganz komisch auf Diamond Painting gestoßen, weil, wie gesagt, es sehr, sehr ähnlich ist wie Mal nach Zahlen. Bin ich darauf gekommen und habe es, ja, als mein Hobby jetzt entdeckt, weil ich vorher wirklich immer am Überlegen war mit Mal nach Zahlen. Macht man das jetzt oder macht man es nicht? Weil im Hinterkopf ist es wirklich, es hört sich doof an, hat man immer noch so, ja, es ist ja was für Kinder. Was eigentlich totaler Humbug ist, weil es gibt sehr, sehr viele, auch wie dieses Motiv hier zum Beispiel für Erwachsene. Es gibt eine Riesenpalette von verschiedenen Motiven für Erwachsene. Also es ist definitiv nicht nur was für Kinder. Aber man hat so im Hinterkopf, weil man das meistens ja als Kind auch gemacht hat, ja, Malen nach Zahlen ist was für Kinder. Ist aber Blödsinn. Und umso mehr, wie gesagt, freue ich mich, dass ich die Gelegenheit habe, jetzt mal wieder Malen nach Zahlen zu machen. Ach so, was ich noch vergessen habe zu sagen, die Leinwand fühlt sich richtig schön an. Also die fühlt sich wirklich an wie so eine Leinwand, wo man Gemälde drauf macht. Sie ist schön weich und angenehm. Hier seht ihr das. Also die ist richtig, richtig schön. Und wie gesagt, umso mehr freue ich mich natürlich, weil meine letzten Diamond Building Bilder waren alle diese Pappbilder. Das hört sich so traurig an, aber wirklich diese auf Pappe geprägten Bilder. Und keine Leinwände. Und das ist wirklich Leinwand. Und deswegen bin ich noch mehr gespannt, wie sich es damit arbeiten lässt. Und ich werde mir auf jeden Fall zusehen, dass ich so einen Rahmen mir besorge, dass ich es rausgespannt bekomme. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich zwei linke Hände habe, aber ich habe es noch nie gemacht. Das ist der Punkt. Umso gespannter bin ich natürlich, ob ich es hinbekomme. Ansonsten muss ich nachher meine Männer fragen, aber normalerweise dürfte das kein großes Problem sein. Aber jetzt bin ich erstmal gespannt, wie sich das Bild entwickelt und ich werde euch auf jeden Fall dabei mitnehmen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir doch eventuell gerne ein Abo da. Dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr von mir. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss, eure Wiebke.